Freundinnen und Freunde der geliebten Künste. Da muss ich mal den Mund abwischen. Das Instrument, das erfordert Spucker. Ja, ich begrüße Sie. Ihr NN. Bin ich, der sich gerade so in die Betätigung der Maultrommel hineingesteigert hat. Dass er ganz aus dem Konzept gekommen ist. Aus dem Konzept seiner Channel Novela, die Umgestalten, zu der ich Sie herzlichst begrüßen möchte. Es ist schon Teil 4 der Umgestalten. Und wieder sind wir zu Gast im Pelzelberg bei der Familie Hölderlein. Gerade ging das Familienabendbrot zu Ende und die Sonne geht unter. Hinter den beschlagenen, nun ja, zugekackten Scheiben der Dachetage. Die Geier räumen die Straßen auf von den Opfern der neuen Pandemiewelle. Nun kann man halt nicht mehr durchs Glas gucken, aber die Straßen sind frei. Die Geier müssen sich auch irgendwie erleichtern. Ja, die Nacht eilt heran, in schnellen Wolkenschritten. Und das Oberhaupt der Familie, Herr Guido Hölderlein und seine Gattin, Frau Bettina Hölderlein, voll im öffentlichen Leben stehend und eine wichtige Rolle dort spielend, müssen zur Arbeit. Zur Arbeit hinaus in das Seuchengebiet. Sie verabschieden sich nach dem Abendbrot bei ihren Kindern. Das sind Ophelia Edeltraut Hölderlein, die große Schwester. Einen weiten Blick auf die Welt hat sie schon erlangen können. Bob McNeil Hölderlein, der die drei Namen der
geistigen Gestirne seines Vaters als Namen tragen darf. Und Iphigenie Hölderlein, das pfiffige Mädchen. Das pfiffige Mädchen, das frischen Wind und neue Blickwinkel in die Angelegenheit bringt. Eine Angelegenheit, die man Familienleben nennt, im Zeichen eines neuen Virus. Aber nun ja. Also, wir müssen dann mal los. Wir gehen da wieder arbeiten. Ja, okay, ja, gut. Wollt ihr eigentlich gar nicht wissen, was wir da draußen machen? Ihr werdet es schon gut machen. Ja, wir glauben, ihr kommt da gut durch und macht euer Ding. Ja, genau, wir machen eben unkonventionell gute Arbeit, die auf dem Boden der des bürgerlichen Bildungskanons steht und natürlich des Humanismus. Aber wir sind voll kreativ und bringen uns auch manchmal auf wirklich unorthodoxe Weise ein. Aber alles für euch, also immer für euch sind wir jetzt unterwegs. Ja gut, dann geht mal los, ja. Ja, wir gehen dann mal los, genau. Wir gehen dann mal los. Tschüss. Boah, ab geht's. Ach, Mann, jeden Abend das Drama. Naja, es sind halt unsere Eltern. Kann man nichts machen, was? Ja, genau. Aber jetzt wird es höchste Zeit, dass ich Milena was zu trinken bringe. Vielleicht erinnern Sie sich. Ich hoffe doch sehr, dass nämlich unser cleverer Bursche Bob McNeil seinen Ärmel in das Glas, in den Becher mit Wasser tunkte, um ihm als feuchtes Tuch, als Quelle des Trankes der armen Milena zu ihm. Milena, das Au-pair-Mädchen aus Ecuador, das hier ein Schattendasein in allerlei Verstecken fristet. Denn wenn Guido und Bettina Hölderlein ihre habhaft werden würden, ja, dann ging es ja an den Kragen und hinaus aus der Dachetage in die Welt der krasse Pandemie. Ja, denn Milena konnte den Mund nicht halten angesichts der sonderbaren Verwachsungen der Eltern. Viele Ohrläppchen bei Guido, ein gewisser gelb-oranger Zahn mit vielen Zacken. Grund zur Sorge. Auch bei Bettina, da verknickt man sich als älterer lieber. Oh, bitte doch um Ruhe dort unten. Halt, stopp. Hey, was ist denn mit Karl und Friedrich los? Die toben halt. Gut, dass Pille neulich dran glauben musste. Glaubst du, dass Guido und Frau Mutter und Herr Vater Friedrich und Karl auch mal ans Leder rücken wollen? Ne, ich glaub nicht. Da dazu, das würden sie uns nicht antun, wirklich nicht. Okay. So. Also zurück zu Milena, entschuldigen Sie. Liebe Freundin, lieber Freund der geliebten Künste, Namen im Kurzzeitgedächtnis sind in Stärke nicht. Nun ja, also Guido und Bettina würden zwar Karl und Friedrich nicht schlachten und essen wie Pille, den armen Hund der frisch verstorbenen Nachbarin, Frau Bock, aber Milena würde es an den Kragen gehen, weil sie immer von den Umgestalten erzählt hat und die Eltern das gar nicht lustig finden. Das ist Verschwörungstheorien, Gefasel, eine Verrückte. Undankbar, raus aus dem Haus. Aber die Kinder lassen das nicht zu. Und Bob McNeil macht das verabredete Klopfzeichen. Und schon geht's auf das Versteck. Hallo, da bin ich wieder. Das ist Milena, das Au-pair-Mädchen aus Ecuador. Hey, sagt Bob McNeil, ich hab dir gutes Wasser mitgebracht. Hier, zutsch den Ärmel aus. Oh, danke. Boah, meine Lippen sind so trocken. Oh, dieser ist echt saugfähig. Boah, wunderbar. Ey, ihr habt mir wirklich das Wohlbefinden
und die Gesundheit gerettet. Sag mal. Milena, kannst du uns noch was von den Umgestalten erzählen? Ja, gern. Ich wollte euch schon immer mal ein Näheres berichten aus dem geheimen Tagebuch meines Urgroßvaters, Dr. Jäger, der in einer Pelzrobbenhöhle mumifiziert gefunden wurde. Neben ihm sein geheimes Tagebuch, darin allerlei Wissenswertes über die Umgestalten, jene mythischen Figuren aus Südamerika, die die Welt seitdem in Atem halten. Ja, die Pelzrobbenhöhle, da fand man die mumifizierte Leiche von Melinas Urgroßvater Dr. Jäger. Diese Höhle hatte den damals letzten Pelzrobben gedient, sich der Ausrottung durch den Menschen entziehen zu können. Süße, süße Tiere. Und sie tauchten dann irgendwann wieder auf, nachdem die Galapagos-Inseln ein Naturschutzgebiet waren, bevölkern wieder einige Strände dort, nachdem sie ja übelst abgeschlachtet wurden. Ja, und ach ja, hier ist ja auch Milenas Natur. Tagebuch? Was ist da? Ach ja, das ist ja mein altes Naturtagebuch von den Galapagos-Inseln. Da bin ich aufgewachsen. Ja, oh, was steht denn da drin? Ich hab's fast vergessen. Oh nein, es ist, liebe Freundinnen und Freunde der gelebten Künste, da haben wir ihn, den Galapagos-Seebären. Galapagos-Pelzrobbe. Oh, ist das nicht süß? Oh, ganz süß, ganz süß. Da, ich komme aber nicht ran, sitze bequem. Galapagos-Pelzrobbe. Ach, da fallen all die Dinge heraus, die Milena gesammelt hatte. Ja, es war der Seebär. Und zwar Fips, der Seebär. Fips, mein Freund, die Galapagos-Pelzrobbe. Am Strand kam sie zu mir und berichtete mir so manches Geheimnis des Meeres. Das Schimmern der Algen, die Sprache des Mondlichtes gebrochen auf den Wellen. Und da unten der Walhai, dessen Punkte eine Welt, eine Bibliothek des Wissens aus dem Meer für sich sind. Fips, mein Freund, die Pelzrobbe. Es war schön. Und ja, in der Höhle lag die Mumie meines Urgroßvaters. Habe ich gefunden. Konnte beerdigt werden, der Dr. Jäger. Und ich fand sein geheimes Tagebuch. Und darin ist allerlei über die Umgestalten vermerkt. Hier gibt es heute die erste Umgestalt. Es ist. Eine visionäre Umgestalt. Tupac Yupanqui, Entdecker der Galapagos-Insel. Mächtiger Inka-Herrscher, der aus Peru von Neugier getrieben über das Meere fuhr und dort die Feuerinsel entdeckte. Und eine weitere Insel, die er die Insel dahinter nannte. Feuerinsel, die Insel dahinter. Ja, Friedrich, nicht an dem geheimen Tagebuch nagen. Karl, ja, bitte nicht die Zähne überall reinschlagen. Genau, er entdeckte Tupac Yupanqui, die Galapagos-Inseln, und baute das Reich der Inka in Peru und so weiter zu einer Hochblüte auf. Das riesige Reich der Inka blühte auf unter Yupac Yupanqui. Aber er öffnete auf der Feuerinsel und der Insel dahinter die Büchse der Pandora sozusagen. Eine bis dahin komplett abgeriegelte Welt. Und er brachte den Virus, den Keim vielmehr der Urumgestalten mit auf das Festland. An seiner Hand bildete sich ein Sporen, wie bei Hähnen zu finden an den Läuf Füßen.
Friedrich, bitte nicht den Koffer zerlegen. Karl, ja, was macht ihr da? Na gut, brav. So, der Sporn an der Hand, sagt Milena, ist das Zeichen der Visionäre, die in der Zeit der Zukunft ihr Zeichen einkratzen können. Eine andere Umgestalt folgte Jahre später. Es war Atahualpa, der letzte Inka-König. Es ist die apokalyptische Umgestalt. Doch dazu kommen wir dann in der nächsten Folge. Denn plötzlich hören die Kinder Schritte vor der Dachetage. Ah, Mutter und Vater kehren zurück. Hallo, wir sind's doch mal. Milena, wo bist du? Wo ist da Milena abgeblieben? Ach, hier. Oh, schnell noch mal am Ärmel zutschen. Ich verschwinde dann mal schnell. Wupp. Schnell das hinterher. Ja, Karl, bitte raus da. Auch diese kleine Hinterlassenschaft. Ja. Und damit endet auch schon die vierte Folge von den Umgestalten. Eine Channel Novela von NN, ihrem Spielleiter auf dieser Reise durch die Welt des Impro, was weiß ich, Rollenspiels, wie man es nennen soll. Und Iphigenie Hölderlein, Bob McNeil Hölderlein, Ophelia Edeltraut Hölderlein und Milena, Guido und Bettine Hölderlein werden Ihnen, so wie ich auch in der nächsten Folge, begegnen können, so Sie uns treu bleiben, liebe Freundinnen und Freunde der geliebten Künste. Ich freue mich auf ein Wiedersehen, wenn ich die Lungen voll frischester Luft dann auch wieder sagen werde, so wie jetzt. Wir sehen uns wieder, wenn es nach mir geht, an anderer Stelle, zu anderer Welle, zu anderer Zeit. Die Reihenfolge ließe sich beliebig variieren, aber hoffentlich bald. Und Ihnen und euch, liebe Nagetierfreunde, ein gut Muck auf allen Wegen. Gut Muck. Und da ist sie wieder, die Maultrommel, die mir wieder das Wasser im Munde zusammenlaufen lässt, wenn ich auf ihr herumfiedele, auf dieser Maultrommel. Und ich singe wieder die Melodie, spiele wieder die Melodie. Ja, im Grunde der Isar, da wandern die Steine. Es liegen drei Kaiser begraben in einem Fort von München. München. Nun denn.